Hey und herzlich willkommen hier aus Halmstad. Ja, das Warten hat ein Ende, zumindest fast, denn morgen geht's los. Hinter uns absolvieren gerade Dima Ovtcharov und Timo Boll ihr Abschlusstraining. Und für die letzten Infos ist wie immer der Sportdirektor Richard Brause zuständig. Richard, vor so einer WM, du hast auch schon viele WMs und Großveranstaltungen mitgemacht, ist immer schon so ein Kribbeln da. Und bei einer Team-WM vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil alle zusammen an einem Strang ziehen? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist so, dass man sich dann doch ein paar Wochen sehr konzentriert darauf vorbereitet, die WM eben schon die Schatten seit fast einigen Monaten vorauswirft und ja, plötzlich ist sie da. Und da beginnt natürlich das Kribbeln schon einige Wochen vorher und jetzt ist man ja vielleicht auch so ein kleines bisschen unruhig, so ein Vorstartzustand, aber das muss auch sein und es wird Zeit, dass es morgen losgeht. Die Mannschaft ist gestern wohl und munter angekommen, vielleicht etwas verspätet. Ich glaube, was die Tischtennis-Fans in Deutschland besonders interessiert ist, wie geht es Dimitri Ovtcharov? Ich meine, wir sehen ja ihn im Hintergrund mit Timo trainieren. Sicherlich so, dass er jede extra Trainingseinheit nochmal braucht und nochmal nutzt. Aber wir hatten von vornherein gesagt, okay, er ist erfahren genug, auch mit etwas weniger Training eine gute Weltmeisterschaft zu spielen. Im Augenblick ist er schmerzfrei. Und ich bin mir sicher, dass er mit all seiner Erfahrung und mit unserer Mannschaft im Rücken sich hier in die WM sehr, sehr gut hineinkämpfen wird. Morgen geht es dann für die Herren los um 13 Uhr gegen Ägypten. Der Schlüsselspieler ist Omar Asar, der den meisten auch aus der TDBL bekannt ist. Ist es so, der Spieler, der geknackt werden muss, um einen erfolgreichen Auftakt ins Turnier zu haben? Ja, also Omar Asar ist sicherlich das Aushängeschild, aber wir sollen auch El Bayali und Lachine nicht vergessen. El Bayali hat das ein oder andere gute Ergebnis auf der Pro Tour gemacht. Lachine hat uns auch schon das ein oder andere Mal ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet. Also sicherlich ein nicht ganz einfach zu spielender Auftaktgegner, aber ich glaube, so wie wir vorher eigentlich gesagt haben, wir sind uns auch unserer eigenen Stärke bewusst und wir werden sicherlich alles dafür tun, da Ägypten zu knacken und so gut in die WM hineinzukommen. Kannst und darfst du schon einen Ausblick auf die Aufstellung des Bundestrainers geben? Das könnte ich vielleicht, aber mache ich jetzt nicht. Das habe ich mir gedacht. Kommen wir zu den Damen, die müssen morgen gleich zweimal an die Tische. Morgens gegen Brasilien, abends gegen Südkorea. Das ausgelobte Ziel ist ja Platz 3 in der Gruppe, ist da das erste Spiel schon fast ein Pflichtsieg und abends gegen Südkorea dann so. Ja, das Spiel, wo man vielleicht schon mal einen großen Schritt machen kann. Immerhin hat man auch gute Erinnerungen noch aus Kuala Lumpur gegen Südkorea. Ja, es ist sicherlich so, dass Südkorea und Hongkong hier in der Gruppe eben ja zunächst mal auch von der Ranking Position ja irgendwo favorisiert sein werden. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, unter die ersten drei zu kommen. Zunächst mal, indem man die anderen Mannschaften wie Brasilien morgen als Auftaktgegner, aber auch eben Luxemburg schlägt. Ja. Oder eben, dass man vielleicht auch nochmal so eine Nummer nach oben spielt. Wir haben das bei der letzten Weltmeisterschaft auch geschafft. Wir haben gegen Korea das ein oder andere Mal schon wirklich sehr, sehr gut und sehr erfolgreich gespielt. Aber wir haben uns vorgenommen, wirklich auch von Spiel zu schauen. Jede Spielerin muss sich ja auch wieder selbst in ihren eigenen WM-Modus spielen. Und da gilt es zunächst mal, auf die Partie morgen früh zu achten gegen Brasilien. Das ist natürlich schon wegweisend, gar keine Frage. Die Partie werden wir alles dran setzen, damit wir die gewinnen und dann eine gute Ausgangsposition für die nächsten Spiele haben. Aber wir haben das bei der letzten WM auch gesehen. Das war eine ganz, ganz enge Kiste gegen Brasilien, 3-2. Und wir sind da sicherlich auch gewarnt, dass Brasilien eine sehr spielstarke Mannschaft hat. Ja, das war es erstmal von Richard Brause. Noch ein kurzer Hinweis, wenn ihr Fragen habt, Wünsche an Interviewpartnern oder andere Anregungen, dann könnt ihr das gerne kommentieren. Ansonsten könnt ihr morgen alle Spiele im Livestream bei der ITTF verfolgen. Alle wichtigen Links findet ihr wie immer auf www.tischtennis.de. Ansonsten drückt die Daumen und dann geht's morgen los.